Alter, was geht ab, Leute, Junge? Huh, stressiger Tag. Vielleicht packe ich das alles in die Insta-Story. Falls ihr euch für mich und mein Leben interessiert, folgt mir gerne auf Instagram. Auf jeden Fall, Niantic hat angekündigt, dass am 1.6. für 7 Stunden die Server down sind. Eigentlich nichts allzu Besonderes, weil in anderen Spielen ist es vollkommen normal, dass irgendwie irgendwelche Serverarbeiten, Wartungsarbeiten sind und das Spiel offline ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, für Niantic, für Pokémon Go, das erste Mal. Bei uns ist dann zufällig ab 20 Uhr bis 3 Uhr. Was noch geht, um 20 Uhr spielt man halt zwar immer noch, aber ist jetzt auch nicht allzu schlimm und viele Stunden in der Nacht. Man muss halt dann nur dran denken, dass man nicht irgendwie um 19.55 Uhr noch einen Raid macht, weil um die Zeit sind die Raids immer noch aktiv. Und dann mitten im Raid, man kämpft so, zack, alles down. Also da muss man vielleicht drauf achten und dann vielleicht auch noch, dass man vor 20 Uhr dann aus den Arenen gekickt wird, falls man noch die Münzen für den Tag haben will. Oder, falls man irgendwie lange drin bleiben hocken will, dann kurz davor nochmal in die Arenen stellen. Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass die Server down sind, also mit Absicht down sind. Wir reden nicht so von Anfangszeiten oder sowas. Und man erwartet halt schon was Krasses. Das Einzige, was so ähnlich war, war bisher zum Beispiel das neue Arena-System neu. Das haben wir ja jetzt auch schon seit 3 Jahren. Es war damals so, dass die Arenen einfach komplett gereset worden sind. Und alle wurden aus den Arenen gekickt und dann für ein paar Tage konnte man nicht mit den Arenen interagieren, die waren alle grau. Ich glaube nicht, dass es irgendwas mit Arenen zu tun hat, weil in Australien läuft ja die Testphase für das neue Arena-System. Und da mussten die ja auch nichts irgendwie runterfahren. Aber ich erwarte schon etwas sehr Krasses. 7 Stunden down, das erste Mal in der Geschichte von Pokémon Go innerhalb von 4 Jahren. Und das Krasse ist halt, innerhalb von den letzten 4 Jahren oder 3,5 jetzt. Nee, wir nähern uns schon den 4, also in 2-3 Monaten sind es tatsächlich 4 Jahre. Innerhalb dieser 4 Jahre hatte ich dieses Spiel jeden Tag an. Es gab keinen Tag, wo ich nicht online war, nicht eingeloggt war in das Spiel, nicht das Spiel angemacht habe. Es gibt 3 Tage, wo ich die Quest verpasst habe. Irgendwann auf der Deutschlandtour, es war glaube ich Karlsruhe, da war einfach so viel los, ich habe es einfach komplett vergessen. Dann jetzt im Dezember 2019, da wo ich meine Depri-Phase hatte und einfach keinen Bock hatte und das verplant hatte. Und dann jetzt vor kurzem, weil ich, das war Staub-Event, glaube ich. Und ich habe einfach nur an Staub machen gedacht und einfach verplant, eine Quest einzulösen. Es sind aber nur 7 Stunden, also ist nicht mal ein kompletter Tag, der ausfällt. Und wie gesagt, bei anderen Spielen ist es komplett normal. Und wir haben auch noch Glück, weil zum Beispiel Australien, das fällt ja dann in der Zeit, wo schon der Morgen ist, also wo man eigentlich normalerweise aktiv spielt. Also wir haben noch Glück, dass ein paar Stunden davon in die Nacht reinfallen. Was kommen wird, das könnt ihr gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, was kommen wird. Was erwarte ich? Viele schreiben irgendwas mit Level-Erweiterung. Ich weiß nicht, ob man dafür das runterfahren muss. Wahrscheinlich kommt einfach nichts, das kann natürlich auch passieren. Dass sie einfach echt nur irgendwas fixen wollen. Aber ich hoffe schon auf was Krasses, weil ich brauche Action, man. Ich brauche ein bisschen Action auf jeden Fall. Eure Vermutungen gerne unten in den Kommentaren. Schau mir das mal an, was ihr da für geile Vermutungen habt. Hey, was kann kommen? Keine Ahnung. Was kann kommen? Ich hoffe auf jeden Fall was Krasses. Das war's von mir, Leute. Wie gesagt, stressiger Tag. Ich habe heute nicht so viel Zeit. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business. Hoffentlich auch am 1. Juni.